Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal alles Neue im Season 3 Update zeigen und es ist wirklich eine Menge passiert. Ist ja in den letzten Seasons generell immer so gewesen, dass mit dem Season Start immer extrem viel passiert ist und dafür dann über die Season verteilt eben halt nur alle 2 Wochen Update kommt und dort dann eben halt nicht ganz viel drin ist. Und deshalb haben wir eben halt dieses Mal, glaube ich, sogar ziemlich eins der größten Updates bekommen, die wir jemals hatten. Ist fast gefühlt die ganze Map ist schon wieder geupdatet. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze dann gleich an. Ich werde euch in die Wiedergabeleiste auch ein paar Timestamps packen, wo ihr dann die einzelnen Parts überspringen könnt, wenn euch der Battle Pass nicht interessiert oder so, dann könnt ihr es einfach skippen. Wenn ihr natürlich generell keine weiteren Videos mehr auf den Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo lassen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich denke mal, wenn dieses Video online ist, wird es dort auch einen Livestream geben. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst dort natürlich gerne ein Follow da und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit der ersten Sache. Und zwar würde ich sagen, schauen wir uns als erstes mal den Battle Pass an. Ich habe ihn mir auch noch nicht gekauft. Ich habe ihn mir natürlich schon angeschaut. Wir werden einmal ganz, ganz schnell über alles durchgehen. Kostet natürlich wie immer 950 V-Bucks. Ganz klassisch. Und dann bekommt man auch direkt mit dem Erwerb 2 Skins tatsächlich. Einmal nämlich den Ocean Skin, natürlich beide mit verschiedenen Stilen und dann auch noch dem Fade Skin. Sehen auf jeden Fall beide, finde ich, sehr, sehr nice aus und ich würde sagen, wir gehen dann einmal alles durch. Also wie gesagt, die beiden Skins sind hier die ersten meinen Skins. Danach bekommen wir eine kostenlosen Emote, das heißt, ihr könnt ja auch ohne, dass ihr einen Battle Pass kauft, bekommen. Dann gibt es als nächstes hier die Marmenfische oder wie auch immer das genau heißt. Auf jeden Fall ganz cool ist, dass hier auch im Übersichtsmenü jetzt so eine Luke ist, worüber man im Prinzip so gliden kann. Finde ich, sieht ganz nice aus. Dann gibt es V-Bucks. Als nächstes gibt es dann den Designschirm. Vielleicht, wenn ihr den Battle Pass Trailer oder den Gameplay Trailer gesehen habt, dann werdet ihr das ja sicherlich auch kennen. Hier kann man nämlich wirklich einmal alles mögliche designen am Schirm, was im Prinzip dann den ganz normalen Siegesschirm ersetzt und da gibt es eben halt auch noch weitere Optionen, die man damit der Zeit immer weiter freischalten kann. Zunächst haben wir dann dieses Backpack, dann die Oceanwelle Lackierung, dann in die Hyret Musik, klassische Strandmusik, dann noch einen wunderschönen Ladebildschirm, dann gibt es noch ein weiteres Erntewerkzeug und das Besondere in dieser Season ist, dass fast alle Spitzhacken tatsächlich gleichzeitig als doppelhändige Spitzhacken gehalten werden können oder eben halt, dass man nur eine einzige Spitzhacke hat, was auf jeden Fall ganz nice ist. Ihr seht es auch, 6 verschiedene Stile, ist auf jeden Fall sehr nice, also es gibt wieder extrem viel, was wir hier freischalten können. Da gibt es hier zum Beispiel noch dieses Emote zusätzlich, dann ein Gleiter, auch klassisch so ein Strandgleiter, dann wie gesagt so ein Feature, womit man dann den Custom-Schirm upgraden kann, dann noch ein Ladebildschirm, ein Spray-Motiv, eine kostenlose Lackierung, dann V-Bucks, dann als nächstes den Taucher Jonesy, finde ich tatsächlich den schlechtesten Skin aus dem Battle Pass, auch wenn ansonsten tatsächlich alles relativ nice ist, zumindest finde ich den im ersten Stil nicht ganz so gut, in den anderen Stilen finde ich ihn trotzdem eigentlich echt ganz gut. Dann haben wir noch Luft-Solo als Emote, dann Haarboot als Emote, dann den Tieftauchtank, dann den Wasserfall-Contrail, einmal ein Banner, nochmal V-Bucks, dann den Wasserflieger. Sieht, finde ich, auch sehr, sehr nice aus. Ich finde generell, dieser Battle Pass ist so ziemlich tatsächlich, oder wenn nicht sogar der beste Battle Pass tatsächlich bisher. Dann haben wir hier auch wieder die Eun-Schneide, hat auch wieder genau die gleichen Varianten. Also einmal, dass man die in der Hand, in einer Hand halten kann oder eben halt in beiden Händen. Dann haben wir hier als nächstes noch ein klassisches Banner, dann eine V-Bucks. Dann Kastendenken als Emote. By the way, bei dem Emote ist es so, dass wenn ihr die Grafik-Settings runterstellt, dass der nicht so wenig Punkte hat. Also man sieht ja hier, wenn man das aufmacht, dass da so ganz, ganz viele kleine Punkte sind und die werden eben halt weniger, wenn man die Settings ein bisschen runterstellt. Generell kann es sein, dass manche Effekte und so nicht ganz so gut aussehen, wenn ihr natürlich auf geringen Settings spielt. Dann haben wir noch das Stangen-Upgrade hier einmal, werde ich nicht genauer drüber gehen. Könnt ihr euch dann selbst entscheiden, so ähnlich wie letzte Season eben halt bei Maya, nur dass ihr diesmal keine weiteren Challenges dafür machen müsst. Zumindest gibt es zurzeit, glaube ich, noch keine weiteren Challenges, womit man das machen kann. Dann haben wir als nächstes den fraktale Gleiter. Ich glaube, diese Season gibt es tatsächlich keinen Standgleiter, also wo man draufsteht. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, vielleicht
kommen da aber in Zukunft noch ein paar mehr. Dann haben wir noch die Tauchmesser, ist tatsächlich einer der wenigen Spitzhacken, die nicht diese zwei Stile haben. Dann haben wir als nächstes hier die Ingenieurin, aka Jules. Dann noch ein Spraymotiv dazu. Dann haben wir hier oben die Sitzstange. Das ist im Prinzip so eine Metalleule. Und da gibt es etwas ganz Besonderes. Und zwar auf Level 49 kann man dann diesen Gleiter freischalten. Und der kann dann eben halt hier rauskommen. Also der würde dann eben halt, wenn er darauf sitzt, und also wenn man dieses Backpack ausgewählt hat und dann den Gleiter öffnet, würde dieses Backpack ausgewählt werden, was auf jeden Fall ganz nice ist. Dann haben wir noch galaktischer Fall als Contrail. Mal wieder ein Ladebildschirm, eine weitere Lackierung, dann hier die Schraubenschlüssel als Spitzhacken, wieder genau die gleichen Ziele, dann V-Bucks nochmal, eine weitere Musik. Und dann, wie gesagt, hier diesen Gleiter. Dann haben wir noch den Reisenden. Als nächstes haben wir dann hier noch einen weiteren Ladebildschirm, ein Emote, dann natürlich wieder V-Bucks, dann noch ein Emote als Fortbewegungs-Emote. Dann wieder ein Designschirm-Upgrade, ein weiteres Banner, ein Spray-Motiv, dann einen weiteren Ladebildschirm, wieder V-Bucks und einen relativ nice Skin tatsächlich oder einen relativ witzigen Skin und zwar Kit. Hier haben wir auch verschiedene Varianten, nämlich zusätzlich dazu noch einmal den Ghost und den Shadow-Stil vom Skin. Es ist im Prinzip so die Kind-Version von Meowskills, was auf jeden Fall ganz nice ist. Dann haben wir hier den Fischflieger als nächstes noch. Dann ein weiteres Emote, dann ein Backpack, was tatsächlich, finde ich, ziemlich nice aussieht, passt sicherlich zum ein oder anderen Skin. Dann hier noch Felines Genie als Lackierung, dann V-Bucks, ein weiteres Contrail, dann noch ein Emote, was auch ganz nice ist eigentlich, noch ein Banner, dann ein Ladebildschirm wieder. Und dann haben wir hier noch die Motorkrallen. Hier haben wir auch wieder ganz, ganz viele verschiedene Stile und natürlich auch die Möglichkeit, die Hacke so zu tragen, wie man es will. Was auf jeden Fall auch immer ganz nice ist. Dann haben wir noch eine weitere Lackierung. Dann einen Gleiter, der sogar kostenlos ist. Das heißt, es gibt auch wirklich bis Level 100 verteilt immer ein paar kostenlose Sachen, die man eben halt auch freischalten kann. Selbst wenn man ja eben halt nicht den Battle Pass gekauft hat. Dann haben wir hier noch einen Ladebildschirm. Wieder ein Designschirm-Upgrade. Ein Spray Motiv, dann haben wir einen Minimond hier als Backpack, dreht sich sogar, sieht eigentlich auch ganz nice aus. Ein weiteres Banner, dann wieder V-Bucks, dann die Siona als weiteres Outfit. Hier haben wir auch 6 verschiedene Stile und zwar gibt es ja immer jeweils 3 Stile mit so einer Atemmaske oder mit so einem Raumanzug im Prinzip und dann eben halt insgesamt 3 verschiedene Farbstile. Dann haben wir zunächst noch einen weiteren Ladebildschirm, dann die Vision hacken, hier genau die gleichen Ziele wieder wie bei den anderen auch, dann einmal hier die Ritterschwerter, dann den Planeten Groovy Mode mit absolut loster Musik. Dann ein weiteres Spray-Motiv, wieder V-Bucks, einen weiteren Contrail. Dann haben wir hier noch einen Ladebildschirm, eine weitere Musik. Ist tatsächlich sehr, sehr leise. Dann haben wir noch einen Hängegleiter und zwar den Kometenkracher. Und ich finde, der sieht sehr, sehr nice aus. Ich glaube, das ist sogar ein Gleiter, wo man drauf steht. Weiß ich gar nicht ganz genau, aber sieht auf jeden Fall so aus, weil unten kann man sich ja nicht wirklich festhalten. Denke ich mal, wird auf jeden Fall ein ganz nicer Gleiter sein. Dann haben wir hier als nächstes noch die verlässlichen Klingen. Und ich finde, das hier sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus in der Single-Handed-Variante. Dann eine weitere Lackierung, die sogar animiert ist. Wieder V-Bucks. Dann nochmal ein Emote. Dann nochmal die letzte Variante für den Designschirm und zwar die Spur, die man eben halt dahinter haben will, was ich auch sehr, sehr nice finde. Generell solche Sachen, die man komplett anpassen kann, finde ich sehr, sehr nice. Dann haben wir noch den Klinggrabe als Gleiter, ein weiteres Banner, eine Backpack nochmal, dann als vorletztes V-Bucks und dann haben wir tatsächlich die weibliche schwarze Ritterin, beziehungsweise Ultima-Ritterin im Prinzip, ist ja so eher im neuen Stil, als sieht der... Er sieht dem alten Stil, dem alten schwarzen Ritter gar nicht so ähnlich. Ist eben halt eher so wie der Ultima-Ritter, wie gesagt, aus Season X. Und dann haben wir noch hier den Maskiert-Stil.
für den Fade-Skin aus Level 1. Und soweit war es das dann auf jeden Fall mit dem Battle Pass. Dann kommen wir hier mal als nächstes zu den ganzen Herausforderungen. Wir haben einmal hier die ganzen Herausforderungen, die man auf der Karte machen kann. Dort gibt es für den Aquaman, das ist dieser Season eben halt der Mystery-Skin, so wie letzte Season dann eben halt Deadpool der Mystery-Skin war, wird ja jetzt immer von Anfang an direkt veröffentlicht. Und dort kann man eben halt einmal hier alles Mögliche an Challenges machen, werden eben halt mit der Zeit immer neu rauskommen. Spiel der Spione ist verbuggt, das war am Ende letzter Season auch schon so, dazu gibt es keine Challenges. Dann gibt es aber auf jeden Fall natürlich wieder weitere wöchentliche Challenges, wird natürlich auch noch ein Video zu kommen, wo ich euch die ganzen Lösungen dafür zeige. Und dann kann man natürlich einmal alle Herausforderungen zeigen und es wird jetzt auch hier noch ein bisschen genauer auf der Karte tatsächlich gezeigt, was man da machen muss. Zum Beispiel hier, dass man weiß eben halt irgendetwas mit Schaden machen und Truhen durchsuchen, dass man so ein bisschen besser den Überblick hat. Dann haben wir als nächstes hier die Stil-Herausforderung. Dort kann man für die verschiedenen Skins eben halt verschiedene Stile freischalten. Die bekommen wir natürlich nicht von Anfang an. Allerdings muss man sich auch nicht für irgendwelche Stile besonders muss man sich keine aussuchen, was auf jeden Fall auch ganz nice ist. Als nächstes haben wir dann noch die Stempelkarten und das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Ist im Prinzip fast so ein bisschen vergleichbar mit den Fortbytes aus Season 9. Und zwar können wir in verschiedensten Quadranten der Karte solche Stempelkarten aufsammeln und da gibt es, wird hier jemand angezeigt, beispielsweise gibt es welche in A1 oder in G3 gibt es auch welche, überall eben halt verteilt auf der Map und dort kann man dann eben halt solche Stempelkarten finden und dann gibt es bestimmte Challenges, wie zum Beispiel Eliminierung mit verschiedenen Waffentypen und wenn man da eben halt so ein Set abschließt, bekommt man dafür EP, was auf jeden Fall ganz nice ist. Was auch noch mit der EP zu tun hat, sind ja die ganzen Münzen, die ganzen EP-Münzen. Die gibt es natürlich in dieser Season auch wieder und die sollen tatsächlich etwas mehr EP tatsächlich bringen. Dann habe ich hier auch noch den Designschirm, den man sich natürlich oben anschauen kann. Auch wenn man den noch nicht freischalten kann, kann man hier alles Mögliche machen. Und zum Freischalten gibt es tatsächlich auch noch weitere Herausforderungen. Die werden eben halt wöchentlich dann immer kommen. Und zwar müsste es immer dann donnerstags tatsächlich sein, aber eben halt erst ab der nächsten Woche dann. Das ist auf jeden Fall soweit zu dieser Seite. Zusätzlich dazu gibt es hier auch noch EP-Missionen. Neben den EP-Missionen auch noch Kurzherausforderungen. Die werden wahrscheinlich wieder täglich geändert. Und hier gibt es zum Beispiel Eliminierung mit Explosionswaffen. Die bringen wir am ersten Mal dann 14.000 EP. Allerdings kann man danach auch immer wieder EP machen. Also ich hatte zum Beispiel jetzt die Eliminierung mit Scharfschützengewehr schon fertig. Und deshalb bekomme ich eben nur noch ein Zehntel von den EP. Aber immerhin ein bisschen EP, was auf jeden Fall ganz nice ist. Ansonsten im Item Shop ist nichts Neues. Man kann sich dort eben halt jetzt, wenn man den Battle Pass noch nicht gekauft hat, auch hier den Battle Pass kaufen. Aber ansonsten ist tatsächlich wirklich nichts Besonderes. Bei den Modis gibt es zurzeit im Prinzip alle normalen Modis, außer von außer eben halt irgendwelche besonderen Limited Time Modes. Natürlich Arena wieder Punkte resettet komplett auf 0. Arena Solo und Trios sollten natürlich klar sein. Wettkämpfe sind auch noch nicht angekündigt, werden wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen dann folgen. Als erstes ist natürlich hier die Starterinsel. Ich habe auch direkt mal den neuen Skin ausgewählt. Ist im Prinzip so wie die ganze andere Map, das werden wir auch noch sehen. Alles eben halt auf diesen Flüssen, wurde ja auch schon vor Ewigkeiten durch irgendwelche Teaser geleakt im Prinzip. Und so sieht das Ganze im Prinzip in relativ vielen Städten tatsächlich aus. Ihr seht es auch oben rechts schon. Die ganze Map ist sehr, sehr neu, würde ich schon sagen, weil gefühlt einfach die ganze Map wieder eingegraut ist. Also es gibt wirklich kaum Städte, die ähnlich sind wie vorher. Eine der wenigen sind zum Beispiel Retail Row, Lazy Lake, Misty Meadows und Holly Hatches. Und ansonsten gibt es tatsächlich nichts Neues. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem ersten Ort und dann zeige ich euch so langsam die ganzen neuen Sachen. Wahrscheinlich habt ihr gerade auch schon ein paar Sachen gesehen. Wir haben hier zum einen mal so einen Strudel, die gibt es auch überall auf der Karte verteilt. Ist im Prinzip wie ein riesiges Jumppad oder wie die Geysire früher aus Season 8. Man kann da eben mal reingehen, wird nach oben geschossen und kann dann eben mal den Gleiter öffnen. Wie gesagt, das ist der größte, da bekommt man natürlich den größten Boost. Aber hier unten gibt es eben halt auch überall verschiedene kleinere Sachen. Und dann haben wir hier als ersten neuen Ort Sweaty Sands im Prinzip. Ziplines sind by the way auch wieder zurück. Vorher war es ja so, dass sie nur ganz vereinzelt sind. Jetzt sind die wieder sehr, sehr häufig tatsächlich. Und wir haben die jetzt eben halt gefühlt überall auf der Karte verteilt. Und
da gibt es eben halt, führen eben halt häufig dann zu beispielsweise zu diesen ganzen Windrädern, aber es gibt ja auch noch in allen anderen dann verschiedenen anderen Situationen. Und wie ihr seht hier, Sweaty Sands, bisschen verändert vom Aussehen, ist aber vom Layout her sehr, sehr identisch. Und bisher seht ihr tatsächlich noch keine neuen Waffen in meinem Inventar. Es gibt auch jetzt die Klongranaten tatsächlich. Wir werden gleich auch nochmal in der Runde Arena reingehen und dann kann ich euch dort zeigen, was dort noch alles Besondere drin ist. Allerdings zeige ich euch erstmal, was das Besondere hier im Normal Mode ist. Und wir beginnen mal mit der ersten Waffenänderung. Und zwar habt ihr es vielleicht schon gesehen, hier die Burst, die ich im Inventar habe, hat tatsächlich nur 20 Schüsse, nicht mehr wie vorher 30, und die schießt auch nur noch in 2er Burst, ist dafür deutlich genauer, also die hat kaum Knockback, kaum Bloom, und das denke ich mal auf jeden Fall ganz nice, schießt dafür glaube ich immer noch relativ ähnlich schnell, ist aber glaube ich jetzt nicht, keine wirklich große Veränderung, zumindest von der Schussrate. Vom reinen Gameplay her ist die ja im Prinzip komplett anders. Macht, by the way, auch mehr Damage. Die macht jetzt 32 Schaden in der grünen Variante, 31 oder 30 Schaden in der grauen Variante, da weiß ich es nicht ganz genau. In der blauen macht die bereits 34 Schaden, was auf jeden Fall schon eine ganz schöne Menge ist. Und dann macht die in der epischen Variante, also in der Aug-Variante im Prinzip, dann tatsächlich schon, glaube ich, 35 Damage oder so, und dann eben halt in der legendären Variante macht, glaube ich, sogar 37 Damage, ich weiß nicht genau, könnte auch sein, dass manchmal ein Damage abweicht oder so, aber auf jeden Fall ist das ein ganz guter Damage und ich hoffe natürlich, dass ich den jetzt bekomme. Wird aber eventuell nicht ganz so leicht. Nein, natürlich nicht. Ich bin jetzt noch mal in der Runde im Kampflabor drin, denn dort kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Ich habe hier leider noch keinen Creator-Code und deshalb kann ich eben mal keine normale Runde machen. Und hier ist es einfach etwas leichter, euch das Ganze zu zeigen. Ich kann euch zwar nicht alles hier zeigen, allerdings eben mal den Großteil. Und ich denke mal, wir werden jetzt mal die ganze Städte durchgehen. Wir beginnen mal oben bei Steamy Stacks. Dort hat sich eigentlich nichts geändert. Die Windkanäle funktionieren noch. Die Yacht dahinter ist tatsächlich weg. Und generell ist im Prinzip fast die ganze Map tatsächlich überflutet. Das wird wahrscheinlich auch über die Zeit immer weniger werden, dass immer mehr Land wieder frei wird. Und hier ist Steamy Stacks, ist eben halt auch schon sehr, sehr stark unter Wasser. Manche Kisten, die natürlich unter Wasser jetzt sind, kann man nicht mehr richtig benutzen. Dann so kleine Häuser sind eben halt auf so auf diesen Schwimminseln. Gibt es auch kleine Inseln, die zusätzlich hier noch sind. Es gibt auch Inseln, die einfach komplett hier aus dem Müll sind. Also die im Prinzip solche richtigen Müllberge darstellen sollen. Was auf jeden Fall relativ crazy ist. Und hier gibt es dann zum Beispiel auch unterschiedlichste Sachen, also ganz normal natürlich alle Kisten und alles. Bei den Lamas hat sich, by the way, nichts geändert. Allerdings würde ich sagen, gehen wir erstmal alle neuen Waffen durch. Dort haben wir einmal nämlich wieder die Repetier-Sniper zurück, war ja in der letzten Season nicht verfügbar. Dafür gibt es, glaube ich, jetzt allerdings nicht mehr die, die Heavy-Sniper. Und die ist immer relativ gleich geblieben, hat immer noch den gleichen Sound, also nichts Besonderes. Repetier-Sniper gibt es natürlich auch wieder in allen verschiedenen Varianten, also bis hin zur legendären Repetier-Sniper. Und man hat jetzt natürlich mit Angeln und dem Harponierer, der auch immer noch drin ist, die Möglichkeit, so ziemlich überall auf der Map tatsächlich zu angeln, was auch ganz nice ist. Und zusätzlich gibt es im Normal Game jetzt auch Haie, die runterfliegen können. Und damit kann man sich eben halt, wenn man dann im Prinzip vor den Haien, also wenn man sich vorstellt, jetzt irgendwie das wäre der Hai, kann man im Prinzip dann so die Angel davor werfen und mit etwas Glück wird der Hai dann da rangehen. Und dann kann man das tatsächlich relativ gut als Fortbewegungsmittel nehmen. Und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt. Und zwar ist das die Scar. Dafür bräuchte ich am besten einmal feine Spots. Und damit kann ich euch dann gleich auch noch etwas zeigen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt allerdings als erstmal diese ganzen Fontänen. Dabei steht mir im Prinzip kurz drin, wird richtig krass hochgeboostet. Ist im Normal Game, by the way, ganz genauso. Und dann kann man danach natürlich ganz normal den Gleiter öffnen. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich noch ein paar Sachen finde. Wie gesagt, wenn irgendetwas Interessantes mal wieder ist, werde ich euch das Ganze natürlich wieder zeigen. Jumpheads, by the way, sind auch immer noch drin. Also dort braucht ihr keine Sorge haben, dass das entfernt wurde. Die sind ganz normal immer noch verfügbar. Und da haben wir tatsächlich schon feine Spots. Wenn wir die jetzt mal hinwerfen, sehen wir, Scar macht auf Bodyshot immer noch ziemlich genau gleich viel Damage. Immer noch die 36er Schüsse. Die normale AR macht natürlich auch immer noch ganz normal die Schüsse. Allerdings, wenn wir mal auf den Kopf zielen, dann ist das mit dieser Waffe, also mit der normalen AR, tatsächlich nur noch 46er Headshots, was schon um einiges weniger tatsächlich ist. Und
Und bei der Scar ist es eben halt genauso. Die macht auch nur noch 54er Headshots. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein ganz schön krasser Nerf tatsächlich. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze dann so auswirken wird auf die Pros vor allen Dingen, was sie dann dort als Meta nehmen. Weil eben halt jetzt dadurch, dass die Farmers und so deutlich genauer ist, man die natürlich auch besser benutzen kann. Dann ist als nächstes natürlich auch das Jagdgewehr zurück. Hat neuen Sound, ist ansonsten aber relativ gleich. Außer mit dem Unterschied, dass es das bis zur legendären Variante tatsächlich gibt, wo die tatsächlich 100 Body Shot Damage macht. Dann komme ich hier direkt zur nächsten Waffe, gerade tatsächlich relativ gutes Loot lag. Und zwar ist das die neue Pumpgun und das jetzt die aufladbare Schrotflinte. Macht in der grauen Variante 80 Body Shot Damage und man kann eben halt eigentlich relativ schnell schießen. Also von der Schussrate würde ich sagen, ist im Prinzip fast so ähnlich wie die Tag Shotgun. Allerdings ist das Besondere, dass man die tatsächlich aufladen kann und dann hat die einen deutlich besseren Schuss. Ich weiß gar nicht, ob die unbedingt mehr Damage macht. Wir haben jetzt hier 120 Body Shot Damage, das heißt wahrscheinlich 1,5-facher Multiplier. Und so kann man natürlich auch immer noch 200er Headshots machen, selbst, also natürlich nicht mit einer grauen Waffe, aber mit einer epischen Waffe oder so müsste das, glaube ich, schon fast gehen tatsächlich und das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ganz nice. Ich glaube allerdings, dass die Tag tatsächlich zurzeit um einiges besser ist und ich würde die zurzeit wahrscheinlich auch eher tatsächlich bevorzugen, muss dann allerdings mal schauen, wie sich das Ganze dann im Game auswirkt. Hier sehen wir auch nochmal das epische Jagdgewehr, hat auch ein anderes Modell, ist aber im Prinzip ziemlich ähnlich, macht jemand 96 Damage. Tag gibt es natürlich auch immer noch ganz normal. By the way, das ist hier auch das No Sweat Storage Lager im Prinzip. Was auch ein neues Building ist, generell auf der Map überall gibt es kleine unbenannte Buildings, beziehungsweise unbenannt, also keine Städte, sondern eben nur ganz normale Buildings. Die Aufrüstbank wird jetzt auch etwas offensichtlicher angezeigt, kann man etwas leichter jetzt tatsächlich finden und auch aus etwas größeren Ranges. Bei Minis und Piggies hat sich natürlich soweit erstmal nichts geändert. Helikopter sind jetzt übrigens auch immer noch drin an genau den gleichen Stellen, beziehungsweise nicht mehr ganz an den genau gleichen Stellen, gibt auch manche andere Stellen, aber auf jeden Fall sind die immer noch an ähnlichen Stellen zu finden und es gibt die tatsächlich jetzt auch in Arena, was auch ganz nice ist. Und ihr seht hier, Frenzy Farm, das neue Frenzy Farm, ist jetzt komplett auf solchen Luftkisten im Prinzip. Die ganzen Häuser wurden dort aufgestellt. Überall gibt es eben halt diese Müllberge, die eben halt immer relativ dreckig aussehen, aber soll im Prinzip wahrscheinlich vielleicht sogar so ein bisschen auf die Meeresverschmutzung aufmerksam machen. Und auf jeden Fall sehen so fast alle Städte aus, die jetzt etwas unter Wasser sind. Und eine weitere neue Sache sind die Chuck Splashes. Hatten wir ja schon, glaube ich, in Season X oder so. Oder bis nach Season X wurden die irgendwie entfernt. Gibt es jetzt allerdings nur noch in 2er-Stacks und nicht mehr in 3er-Stacks. Allerdings ansonsten ziemlich normal, tatsächlich immer noch wie vorher. Und dann kommen wir auch direkt zur nächsten neuen Sache. Und zwar ist das die P90, die wieder zurück ist. Macht immer noch sehr, sehr ähnlichen Damage. Nur ein bisschen weniger Headshot Damage. Vorher hat die ja 40er Headshots gemacht. Jetzt macht die immer nur noch 36er Headshots. Das heißt, so ähnlich wie die ganz normale Scar oder die AR im Generellen, macht jetzt etwas weniger Headshot Damage, ganz einfach. Dann habe ich als nächstes noch mal zum Vergleich die AUG. Die macht jetzt, wie gesagt, 37 Damage, was auf jeden Fall sehr, sehr krass ist. Ich weiß gar nicht, wie viel die auf Headshot macht, können wir ja mal schauen. Macht die 55 Damage, also nicht ganz so viel tatsächlich wie vorher. Wird jetzt wahrscheinlich eher so bei relativ vielen Sachen so sein. Also ist ja zum Beispiel bei der P90 so, bei allen möglichen AR-Sorten. Sniper ist im Prinzip genau gleich, also macht immer noch 2,25 oder 2,5er Headshot-Multiplier. Aber ansonsten gibt es bei relativ vielen Waffen, ich glaube bei der Pistol ist es immer noch normal, also die müsste immer noch normalen Headshot Damage machen, genau. Aber es gibt, wie gesagt, ganz viele verschiedene Waffen, die immer halt weniger Headshot Damage als vorher machen. Ich glaube, Tag müsste auch immer noch genauso wie vorher sein. Wobei die tatsächlich jetzt noch 106er Damage gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das so bewusst war. Und die macht tatsächlich weniger Damage. Vorher hatte die 75 Damage in der grünen Variante gemacht. Jetzt macht nur noch 71 Damage. Ich weiß auch gar nicht, ob es die überhaupt in der epischen und legendären Variante gibt. Hatte ich tatsächlich so noch nicht gesehen. Und macht auch nur noch 106er Headshot Damage. Das heißt, wirklich deutlich, deutlich weniger. Vorher konnte man ja 150er Headshot Damage machen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch schon mal ein ziemlich krasser Nerf. Und
Und damit wird es im Prinzip so ein bisschen ausgeglichen. Also Shotguns auf jeden Fall im Generellen deutlich schlechter geworden. Die aufladbare Shotgun, würde ich sagen, ist deutlich schlechter als vor allen Dingen die Spaß vorher. Und die Tag ist eben halt auch schlechter als die vorherige Tag. Und finde ich auf jeden Fall ganz gut, dass dort mal wieder etwas angepasst wurde, weil vorher eben halt alles im Prinzip nur noch auf solche Fights ging. Ich glaube, das waren dann fürs Erste sogar soweit alle Waffen. Es gibt natürlich auch noch ein paar weitere besondere Sachen. Und ich glaube, ich werde euch jetzt nicht alle einzelnen Städte einzeln zeigen. Könnt ihr euch natürlich auch selbst anschauen. Aber letztendlich sehen die relativ ähnlich aus. Hier oben natürlich klassisch immer noch Pleasant Park, Sweaty Sands kennt man vom Aufbau. Sieht immer nur anders aus. Frenzy Farm kennt man auch. Craggy Cliffs gibt es zurzeit nicht mehr. Dort oben ist jetzt im Prinzip die Yacht tatsächlich. The Shark wird auch mit der Zeit wahrscheinlich irgendwann wieder auftauchen. Dort unten haben wir dann eben halt Weeping Woods oder das neue Weeping Woods im Prinzip. Und dort unten, dort werden wir auf jeden Fall nochmal hinkommen. Dann ist da unten im Prinzip als neuer, als wirklich neuer Ort auch nochmal Catty Corner. Die ganzen Orte werde ich euch natürlich zeigen, die noch etwas besonderer sind. Eine weitere Sache, die jetzt tatsächlich noch nicht verfügbar ist, allerdings eine, die eben halt dann irgendwann demnächst kommen wird. Wahrscheinlich dann allerdings eben halt nicht in den Tournament-Modus, also wird wahrscheinlich dieses Season ja genauso sein wie die anderen Seasons. Im Prinzip während der Season gibt es keine neuen Sachen in den Tournament-Modus und eben halt erst dann mit der neuen Season wird das Ganze eben halt freigeschaltet. Deshalb gibt es eben halt jetzt auch alle normalen Items wieder in, also die in der letzten Season eben halt normal waren, gibt es die eben halt jetzt auch in den ganzen Tournament-Modus und so wird das wahrscheinlich diese Season dann auch fortgeführt und dort wird es eben halt in dieser Season Autos geben, die man fahren kann. Gibt es ja jetzt schon überall auf der Karte verteilt und die soll man zumindest laut im Gameplay-Trailer tatsächlich dann fahren können und denke ich mal, wird auf jeden Fall ein ganz nice Mobility-Item und diese Stadt ist relativ besonders tatsächlich, das ist im Prinzip eine neue The Agency, heißt glaube ich jetzt Authority oder wie auch immer das genau ausgesprochen wird, ist auf jeden Fall jetzt im Prinzip eine Shadow Base mit einem großen Damm hier drumherum, dass im Prinzip das Wasser hier nicht direkt reingehen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie der Sturm tatsächlich jetzt ist, müsstet ihr euch auch selbst anschauen. Wie gesagt, hatte ich vorher noch nichts gesehen. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass das ganz normal ist. Was auf jeden Fall ganz nice hier ist, dass im Prinzip das Ganze fast so wie so eine richtige Hochsicherheitsbase ist. Und hier drin gibt es tatsächlich auch einen Boss, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich wie gesagt keinen Creator-Code habe und man es eben halt nur mit dem Creator-Code zeigen kann, da man eben halt nur so Custom-Games machen kann und hier läuft eben halt Jules herum, also die Ingenieurin und wenn man die eben halt killt, bekommt man zum einen eine Grappler, also so ähnlich wie der vorher bei Sky war und damit kann man sich dann überall eben halt grappeln und müsste glaube ich eine ähnliche Range, ähnliche Aufladezeit haben und so, aber der Unterschied ist eben halt, dass man dann den Gleiter öffnet, das heißt, wenn man sich irgendwo hochgrappelt, dann öffnet man danach automatisch den Gleiter, ähnlich wie der Batman, für dieser Batman-Grappler eben halt in Season X, glaube ich, ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir als nächstes auch noch, was wir hiervon bekommen, die Drumgun wieder, ist jetzt allerdings etwas langsamer, macht glaube ich etwas weniger Damage und ist glaube ich etwas ungenauer geworden. Natürlich gibt es hier unten auch immer noch den Tresor ganz normal und hier auf der linken oder rechten Seite müsste glaube ich einer stehen, der entweder eine P90 hat oder glaube ich die Legendary Schnellfeuer Maschinenpistole und soweit auf jeden Fall zu diesem Ort. Natürlich ansonsten Aufbau relativ ähnlich zur vorherigen Agency. Und dann gibt es, wie gesagt, hier natürlich die Shadow-Bosse und soweit dann auf jeden Fall hierzu. Dann gehen wir als nächstes mal hier ganz zum Süden der Map und hier haben wir auf jeden Fall einmal wieder eine Rennstrecke, diesmal immer eine Bootrennstrecke, was auf jeden Fall auch ganz nice ist, finde ich immer ganz schön, wenn man eben halt solche Sachen hat. Hier das Haus ist jetzt, by the way, auch ganz normal, also eben halt nicht mehr die Shadow Base wie vorher, allerdings ist dort hinten immer noch der Heli zu finden und es gibt jetzt auch in normalen Runden, glaube ich, die Möglichkeit, dass aus dem Himmel im Prinzip solche Kapseln, ähnlich wie beim Mech, runterfallen und daraus deployen dann eben halt, glaube ich, irgendwelche Drift-Bosse oder so oder solche, auf jeden Fall irgendwelche Henchmans im Prinzip, die eben halt auch sehr, sehr guten Loot tatsächlich droppen können. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, auch ein ganz nice Feature. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich auch in den Tournament-Modi drin sind, müsstet ihr mal dann selbst schauen. Die ganzen Aufrüstbänke und so sind jetzt natürlich auch neu verteilt, genauso wie die ganzen Neustadtbusse. Ich glaube, es gibt sogar insgesamt etwas mehr und auch ein ganz nice Feature ist, wenn man in diese Strudel springt, dann kann man tatsächlich auch mit dem Boot da hochspringen
Und dann komme ich hier mal zur interessanten Gegend, die nämlich komplett neu hier ist. Im Prinzip über dem alten Slurpee Swamp und dann eben halt dort hinten auch The Rig. Ist jetzt im Prinzip auch hier so eine Schrottinsel. Gibt hier sehr, sehr viele verschiedene Sachen und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, dass man jetzt Sachen vom Boden aufheben kann, Verbrauchsgegenstände. Also wenn das jetzt ein Apfel wäre, könnte man den eben mal zum einen direkt konsumieren oder ins Inventar nehmen. Und es gibt jetzt, glaube ich, auch aus Kühlschränken oder so, dass man die dort rausbekommen kann. Und Eistruhen haben jetzt auch mehr Loot. Dort kommen beispielsweise jetzt immer vier kleine Fische raus oder eben halt unterschiedliche andere Sachen. Ich finde auf jeden Fall, diese Gegend sieht ganz nice aus. Hier haben wir im Prinzip dieses gleiche Schema wie bei The Rig das Ganze schon war. Alles hier eben halt auf solchen Müllhügeln. Ich hoffe, dass vielleicht noch irgendwann ein bisschen mehr texturiert werden, weil das sieht irgendwie ein bisschen... Also ein bisschen altmodisch tatsächlich aus. Vielleicht wird dann noch ein bisschen mehr Textur tatsächlich irgendwann rübergelegt. Finde ich es aber trotzdem eigentlich hier eine ganz nice Gegend. Dann habe ich hier tatsächlich eben halt, wie gesagt, die größten Änderungen auf der ganzen Map. Ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze einmal von oben. Ich weiß gar nicht, ob hier tatsächlich auch noch irgendwie Slurpee Swamp drin ist. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Gebäude dort noch zu Slurpee Swamp gehören müsste. Und von oben kann man es natürlich am besten sehen. Genau, das müsste ein Slurpee Swamp Gebäude tatsächlich sein. Dann haben wir dort hinten noch im Prinzip weitere Inseln. Dort hinten im Prinzip das neue The Rig. Dann haben wir da hinten auch noch weitere Inseln. Wie gesagt, ist ja gerade in diesem Gebiet hier unten alles auf solchen kleinen Schrottinseln. Und finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass sie eben halt das so gemacht haben, dass die im Prinzip neues Land damit schaffen, dass sie alles aus Schrott bauen. Ich würde sagen, wir fliegen dann nochmal hier hinten hin und hier gibt es nämlich auch noch einen weiteren Boss. Das ist nämlich hier die Insel von Ghost tatsächlich und wirkt tatsächlich auch ein bisschen so wie die wie das Battle Pass Menü. Hier gibt es verschiedenste Sachen auch, eine Mall und alles und wirkt tatsächlich so wie fast so eine wie ein eigenes Land schon im Prinzip. Und wie gesagt, hier gibt es auch einen Boss. Das Besondere an dem Boss, der sich hier befindet, ist eben halt, dass man dort einen Chuck-Chuck bekommt, den man eben halt unendlich benutzen kann. Das heißt, er lädt sich immer wieder auf und man kann den Chuck-Chuck dann immer wieder benutzen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Das ist jetzt übrigens so bei allen drei Orten, wo man eben halt Bosse finden kann, dass die immer zwei verschiedene Items haben. Und hier ist es ja eben halt, wie gesagt, so, dass man einmal den Chuck-Chuck bekommt und dann als zweites Item, glaube ich, noch eine Aug, soweit ich weiß. Ist auf jeden Fall ganz nice. Vielleicht gibt es auch irgendwo auf der Map noch andere Bosse. Ich kenne auf jeden Fall nur die Standorte von drei. Und zwar einmal eben halt dort der Boss, dann hier unten der Boss. Und bei Catty Corner gibt es auch noch einen Boss. Dort werden wir jetzt auch noch einmal hinfliegen. Bei Catty Corner war im Prinzip vorher tatsächlich die Boxfabrik und jetzt hier immer zum einen einmal eine Tankstelle, dann noch ein paar Gebäude, die hier außen herum sind und dann haben wir hier immer die etwas erweiterte Boxfabrik mit einem Tresor tatsächlich auch und hier haben wir natürlich auch einen weiteren Boss. Der hat hier, glaube ich, die mythische Shotgun, also diese mythische aufladbare Shotgun oder kann auch sein, dass es andersrum ist, also dass der Boss dort unten die mythische aufladbare Shotgun hat. Auf jeden Fall einer von den beiden Bossen hat die auf jeden Fall und zusätzlich dazu hat man hier auch einen Shockwave Launcher und das ist im Prinzip ein Granatwerfer, den man mit Rocket Ammo tatsächlich aufladen muss. Und damit kann man dann eben halt einfach Shockwaves werfen, was auch eine sehr, sehr nice Funktion ist, wie ich finde. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass in Zukunft noch ein paar mehr von solchen Features kommen. Finde ich sehr, sehr nice, diese ganzen mythischen Items. Bin aber auch mal gespannt, wie sich das Ganze dann in Competitive machen wird. Was auf jeden Fall eine Sache ist, die vielleicht jetzt der eine oder andere so befürchtet mit dem ganzen Wasser, ist, dass man nicht mehr vernünftig bauen kann. Allerdings, finde ich, haben die das ganz gut gelöst. Und zwar kann man jetzt einfach auf Wasser ganz normal bauen. Das heißt, der baut im Prinzip immer eine Blocke tief im Wasser und man hat keine Möglichkeiten oder keine Situation mehr, wo man im Wasser gar nichts bauen kann und man kann dann eben halt immer die Möglichkeit, dass es mindestens mal ein Block unter Wasser platziert wird und das ist wie gesagt eine ganz gute Lösung dafür und wie gesagt, kann auch ganz, ganz tief sein. Normalerweise könnte man beispielsweise hier dann ja nicht vernünftig bauen. Und wie gesagt, man kann dann hier einfach so im Wasser bauen. Braucht natürlich etwas mehr Blöcke, weil hier unten natürlich auch gebaut wird. Aber ansonsten haben die es auf jeden Fall ganz gut hier gelöst. Und soweit waren es, glaube ich, dann tatsächlich schon alle Änderungen, die es mit diesem Update gab. Wie gesagt, sehr, sehr viele Änderungen. Und ich finde, es ist bisher eine sehr, sehr nice Season. Viele Änderungen auf der Map und viele Änderungen im Lootpool. Viele Änderungen generell, was es
was die ganzen Mechanics betrifft, einfach mit dem ganzen Wasser. Natürlich rein an den normalen Mechanics hat sich nichts geändert und vielleicht kommt dort ja auch in Zukunft noch was. Ich habe übrigens auch gelesen, dass tatsächlich Gebäude Feuer nehmen können. Ich weiß ja, ob das irgendwie mit einem Rocket Launcher geht oder ob es den Rocket Launcher überhaupt noch gibt, weil ich den tatsächlich bisher noch gar nicht gesehen habe. Aber irgendwie habe ich einen Clip gesehen, dass auch eben halt Gebäude entflammen können. Mal schauen, wenn ihr dazu vielleicht noch etwas wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde wahrscheinlich heute auch noch ein Video hochladen zu den ganzen Challenges. Wenn ihr dazu natürlich nichts weiteres verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr, wie gesagt, auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.